Die Nervosität am Aktienmarkt ist in den vergangenen Tagen doch ganz schön gestiegen. Wir hatten deutlichen Abwärtsdruck, auch beim deutschen Aktienindex. Charttechnische Verkäufe kamen dann auch noch hinzu. Und jetzt sind wir gespannt, ob sich das Ganze so ein bisschen stabilisieren kann. Abhängig ist das natürlich auch von den Konjunkturdaten, die wir in den kommenden Tagen bekommen werden. Und deswegen wollen wir jetzt schon mal einen Ausblick wagen auf die wichtigsten Zahlen, die dann in der 27. Börsenwoche im Programm stehen. Ich spreche von den Tagen vom 3. bis zum 7. Juli 2017. Es geht los am Montag zum Beispiel mit dem ISM Einkaufsmanager-Index für die Industrie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er wird um 16 Uhr veröffentlicht. Einen wichtigen Hinweis habe ich an dieser Stelle für Sie. Der Handel in den Vereinigten Staaten von Amerika wird am Montag verkürzt ablaufen, da nämlich am Dienstag dort Independence Day gefeiert wird, der Unabhängigkeitstag. Also deswegen bleiben am Dienstag die Börsen in den USA geschlossen. Trotzdem gibt es am Dienstag noch andere Konjunkturdaten, zum Beispiel aus der Eurozone, die Entwicklung der Erzeugerpreise im Monat Mai. Am Mittwoch um 20 Uhr schauen dann sicherlich die meisten Marktteilnehmer auf die Details, die dann bekannt werden von der jüngsten Sitzung der US-amerikanischen Notenbank Fed. Das Fed-Protokoll steht also im Programm. Das wird natürlich immer sehr, sehr stark beachtet. Am Donnerstag um 8 Uhr gibt es dann den Auftragseingang in der Industrie in Deutschland im Monat Mai. Und am Nachmittag um 14.15 Uhr, diesmal eben am Donnerstag und nicht wie sonst am Mittwoch veröffentlicht, aufgrund des Feiertags in den USA übrigens, ist das alles immer ein bisschen verschoben. Also am Donnerstag gibt es um 14.15 Uhr den ADP-Arbeitsmarktbericht, der wichtige Vorbote also für den großen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Und an diesem Freitag gibt es dann zunächst am Morgen um 8 Uhr schon Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe in Deutschland, ehe dann eben um 14.30 Uhr der große Arbeitsmarktbericht kommt mit der Anzahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, mit der Arbeitslosenquote und der Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne. All diese Datensätze können natürlich die Stimmung am Markt mächtig beeinflussen. Deswegen dürfen wir sehr gespannt sein auf das, was uns in der kommenden Börsenwoche bevorsteht. Ruhen Sie sich ein bisschen aus am Wochenende. Ich hoffe, die Sonne kann sich wieder mal ein bisschen durchsetzen, sodass der Erholungseffekt dann besonders gut ist und wir dann mit vollen Kräften in der kommenden Woche hier wieder dabei sind an der Börse. Wir laden Sie herzlich dazu ein.